Jetzt. Jetzt läuft's. Fragt die Leute, ob das alles okay ist mit dem Sound und Bild. So, seht ihr alles? Wie ist der Sound? Wie ist das Bild? Hallo, könnt ihr mich alle gut hören? Kann jemand was reinschreiben als Feedback? Hallo, kann man gut? Ja, hört sich das gut an? Kann man mich hören? Kann man mich am Mikrofon hören? Du hast ja noch nicht mal. Gib mir mal den Mikrofon hier hin. Wartet ganz kurz. So, könnt ihr jetzt mich gut hören? Einfach mal was reinschreiben. Hört sich das gut an? Kann man uns hören? Okay. Falls was ist, dann sagen, weil ich guck mir das dann mal an. Ich guck mir noch ein paar Kommentare an. Vorsicht mit der Scheibe, nicht, dass sie runterfällt. Und dein Handy nicht runterfällt. Okay. Nimm das vor dich. Okay. Nicht, dass das dann quer ist dann später, ne? Aber okay, das kann man drehen. Ja, ich möchte euch alle herzlich begrüßen zu einem kleinen Vortrag heute Abend. Wie ihr alle mitbekommen habt, hat die Sophia Tomala von sich ein Bild ins Internet geschickt, in Instagram. Und dann hat sie sich halt kreuzigen lassen, anstelle von Jesus Christus hat sie sich gesetzt und hat sich kreuzigen lassen. Nur die Menschen da draußen, die eben nicht von Neuem wiedergeboren sind, die den Heiligen Geist nicht haben, die würden nie begreifen, warum solche Promis sich anstelle vom Herrn Jesus Christus setzen. Und heute möchte ich euch erklären, wer diese ganze Elite sind, die unsere Welt beherrschen, unsere Medien und den Ton angeben, den Zeitgeist angeben, worauf viele, viele Millionen und Milliarden Menschen reingefallen sind. Die Sophia Tomala setzt sich anstelle von Herrn Jesus Christus und will so sein wie Jesus Christus. Auch viele, 99,99% der Christenheit, wissen nicht, warum sie solche Sachen tun. Sie haben vielleicht ein Gefühl dafür, dass das antichristlich ist, sowas zu tun. Das ist Blasphemie. Aber die wahre Bedeutung dahinter können leider nur die wenigsten Menschen durchschauen. Nur die wenigsten Menschen, denen der Herr Jesus diesen Geisterunterscheidung gegeben hat. Diese Frau, diese Sophia Tomala, die hat sich nicht umsonst anstelle von Herrn Jesus Christus gesetzt. Die hat es faustdick hinter den Ohren, diese Frau. Wie fast alle anderen Promis, die sie jeden Abend, jeden Tag da im Fernsehen anschauen. Diese Promis sind nicht umsonst da oben und halten sich über längere Zeit in den Medien auf und sind erfolgreich, reich, berühmt, alles, was sie haben wollen, haben die. Die sind durch eine bestimmte luziferische Initiation gegangen. Diese Frau war zusammen mit dem Sänger von der Gruppe Combi Christ. Andy La Plegua heißt dieser Typ. Der Sänger von der Gruppe Combi Christ, Andy La Plegua. Und jetzt werde ich Ihnen zeigen, dass diese Sophia Tomala, mit welchen Leuten sie verkehrt, mit wem sie eine Liebesbeziehung hat. Weil ich in meinem zweiten Vortrag, Illuminati, satanische Rituale der Illuminaten, das war ja so schockierend und so über jegliche Grenze hinaus, was ich da gezeigt habe, dass die Leute mir nicht glauben, wenn ich sage, dass die Elite dieser Welt Satanisten sind, Blutopfer-Satanisten, die regelmäßig Kinder entführen aus der ganzen Welt, sie schlachten in Ritualen, und auch noch ihr Blut trinken. Ich habe schon auf meinem Facebook-Seite tausende Beiträge dazu gebracht, mit Beweisen, wie diese Elite mit diesen Symboliken spielen in ihren Videos und in ihren Fotos. Und das machen sie nicht ohne Grund. Das sind rituelle Hardcore-Satanisten, unsere Elite, aus Musik, aus Sport,
aus Politik, aus Wirtschaft, alles, was an der Spitze der Pyramide ist und erfolgreich ist, ist in solchen Machenschaften verwickelt. Da sehen wir jetzt Andy Laplegua, ein Ex-Freund von der Sophia Tomala, und der zeigt uns schon, was er so tut. Ja, diese Leute zeigen uns ins Gesicht, was sie so privat treiben. Und Sophia Tomala ist mit solchen Typen zusammen. Deswegen ist es nicht umsonst, dass sie sich anstelle des Herrn Jesus Christus gesetzt hat. Ja? Diese Leute meinen das ernst. Die töten, schlachten Menschen in satanischen Ritualen und trinken ihr Blut und die essen sie. Das sind Kannibalen. Das sind Hardcore-Satanisten. Andy Laplegua heißt diese Band. Und jetzt zeige ich euch mal ein Video von dieser Gruppe, damit ihr mal seht, dass sie das wirklich ernst meinen, diese Leute. Die Band heißt? Kombi Christ. Ich muss mal ein bisschen vor. Nur damit ihr mal selber nachdenken. Genau. Genau, das. Genau, die Band heißt Kombi Christ und das Video heißt My Life, My Rules. Und genau das will der Satan. Der Satan, die Dämonen, die diesen Leuten ihren Erfolg beschert haben, sie wollen die Menschen unterschwellig durch diese Videos, durch die Lyrics in den Videos so manipulieren, dass die Leute ihren eigenen Chef sind. Sie sollen ihren eigenen Gesetzen folgen, anstatt dem Herrn Jesus Christus und seinen Gesetzen. Damit diese Leute mit voller Sünde in die Hölle kommen. Und da benutzt der Satan mit seinen Dämonen, der auf der ganzen Welt aktiv sind, 24 Stunden, diese Leute, diese Stars, damit er die Menschen so verführt, damit sie alle mind-controlled, unter Bewusstseinskontrolle in die Hölle gehen. Und das Video beginnt direkt mit einer sexuellen Orgie im Blut. Schaut mal. Und das ist Andy Laplegua. Ja? Er steht auf, direkt mitten aus einer sexuellen Orgie, völlig im Blut gebadet. Und das machen die. Die schlachten Menschen vor laufender Kamera in ihren satanischen Ritualen und baden in ihr Blut. Sie zeigen es aus, das ist das Problem. Dass sie das so offenlegen, weil sie haben gar keine Angst mehr, erwischt zu werden von den Massen da draußen. Weil die Massen sind so unter Hypnose, unter Bewusstseinskontrolle, dass sie diese Videos gar nicht mehr entschlüsseln können. Selbst wenn die Babys schlachten würden, live in ihren Videos, die Menschen würden das nicht begreifen. Ja, also man sieht, dass er aufsteht aus dem Blut, Bart. Und da hat man auch schon jetzt den Baphomet gehabt. Aber ich spule mal vor. Warte mal.